Sonntags ist ja in der Apple-Welt immer Gurman-Tag. Dann kommt immer der neue Newsletter von Mark Gurman raus, der bei Bloomberg ja als Reporter arbeitet und der in den letzten Jahren ja auch allerhand Neuankündigungen von Apple vorhergesagt hat, aufgrund seiner guten Quellenlage. Und an diesem Sonntag haben wir ein interessantes Thema. Nun könnte man sagen, vielleicht ist es momentan noch ein wenig der Themenarmut geschuldet, aber es ist auf jeden Fall ein Denkanstoß. Gurman schreibt darüber, dass Apple angeblich eine Smart-Home-Offensive plant. Ja, Smart-Home-Offensive. Wir hören ja schon seit einer ganzen Weile davon, dass Apple etwas im Schilde führt, was in Richtung Smart-Home geht. Es gab diese Gerüchte über diesen Tabletop-Roboter, der so ein bisschen mit einem robotischen Element einem sozusagen das Display hinhält oder sonstige Sachen macht. Mitbewerber von Apple machen da ja längst auch schon was in der Richtung. Und Smart Displays, auch diese Gattung, die wir ja eben bei Amazon und bei Google ja schon seit Jahren sehen, von Geräten, also diese Gerätegattung, auch da haben wir immer wieder davon gehört, dass Apple damit liebäugelt, den HomePod zum Beispiel oder das Apple TV irgendwie aufzumöbeln in einer Art und Weise, dass wir halt ein Smart Display im Haushalt bekommen könnten. Aber dabei soll es nicht bleiben. Es ist jetzt die Rede davon, dass auch ein neues Betriebssystem dafür geschaffen werden soll, HomeOS, das auf tvOS, dem Apple TV Betriebssystem, basieren würde, was ja letzten Endes ja wiederum von iOS abgezweigt ist, vom iPhone Betriebssystem. Aber es soll eben eine große Offensive geben. Es soll wirklich diesen Versuch geben, diesen Markt komplett neu aufzurollen und gegen die Mitbewerber Apples, die ja ähnlich glücklos unterwegs sind, wie Apple das zuletzt war, eben auch mit HomeKit und seiner Home-App. Also diese Offensiven, alle diese Produkte, diese Ecosystems haben ihre Freunde und Anhänger. Ich habe zum Beispiel auch etliche HomeKit-Steckdosen hier im Einsatz und ich finde das Ganze auch ganz nützlich, dass man das in seinem Ecosystem von seinem iPhone oder seinen Apple-Geräten aus dann fernsteuern kann. Und es ist ja auch deutlich besser geworden mit Matter, diesen gemeinsamen Standard, den Apple mitentwickelt hat, dass man jetzt eben auch günstigere Steckdosen, Lampen, sonstige Smart-Home-Geräte dann eben über seine Home-App dann steuern kann. Aber der ganz große Durchbruch, den ja einige von uns erwartet haben, jetzt mit Matter, haben wir bislang nicht gesehen. Und auch die Mitbewerber haben nicht so wirklich Kapital daraus geschlagen, dass jetzt zumindest diese abgeschlossenen Gerätewelten ein Stück weit überwunden werden können. Und das will Apple jetzt aufrollen und angeblich dort zeigen, was mit Smart Home geht. Wie soll das funktionieren? Nun, Gurman sagt, dass es eine mehrstufige Strategie sein soll. Einerseits Hardware, der bereits genannte Tabletop-Roboter, die Smart Displays. Software, da ist die Rede davon, dass Apple mit den sogenannten App Intents eine Grundlage geschaffen hat, dass eben Smart Home besser realisiert werden kann. Was sind diese App Intents? Das ist eigentlich ein Sammelsurium von Verzahnungsmöglichkeiten, was Entwickler seit iOS 16, also seit 2 Jahren, vorfinden, womit sie dann ihre Apps dann zum Beispiel besser mit Sprachassistent Siri, mit der Spotlight-Suche, mit den Kurzbefehlen und anderen Sachen dann verzahnen können. Das gab es vorher auch schon auf verschiedene Arten und Weisen, aber diese App-Intents haben das halt sehr praktisch gebündelt. Und es war keine Rede, oder es ist keine Rede in der Dokumentation davon, dass das dem Smart Home dienen soll, aber in letzter Konsequenz ist natürlich auch eine große Chance, dass man eben über die Apps zusätzliche Funktionalitäten herstellt, die man eben dann per App Intent bereitstellt. Naja, und der dritte Baustein ist die Apple Intelligence, künstliche Intelligenz. Und da sind wir vielleicht bei der Frage, warum eigentlich Smart Home Anwendungen bislang so eine Nische geblieben sind. Die sind doch eigentlich super praktisch. Man kann doch, ich meine, viele von euch da draußen, weiß ich, haben ja bereits tolle Smart-Home-Installationen, pfiffige Ideen, ganze Häuser sozusagen mit Smart-Geräten dann eben vernetzt. Warum macht das nicht die Masse? Und ich glaube, das Problem an der ganzen Sache ist, Smart-Home ist immer noch etwas für Bastler. Denn es ist ja eben nicht nur die Hardware und es ist eben nicht nur die Software, die Voraussetzungen für ein Smart-Home schaffen. Natürlich, sie sind die Grundlage, sind das Fundament. Sie schaffen überhaupt erst die Möglichkeiten. Der Punkt ist allerdings, smart wird ja so ein Haus erst durch die Software und durch die Programmierung und dadurch, dass es sich an die Nutzer anpasst. Und in der Beziehung ist es so, ohne das große Zutun der Nutzer, die jetzt dann pfiffige Kurzbefehle entwickeln, Programmierungen machen,
ist ein Smart Home eigentlich trotzdem nur dumm. Das ist eigentlich nur eine Fernsteuerung. Und das ist eben der Punkt, wo künstliche Intelligenz ins Spiel kommt. Wir überfluten sie mit unseren Nutzungsdaten, unseren Gebräuchen, mit der ganzen Sensorik, die in unseren Geräten drin ist. Und sie kann daraus dann erlernen, welche Muster gibt es. Angefangen, sag ich mal, auf dem iPhone. Wie kann zum Beispiel eine Benutzeroberfläche jetzt ideal aussehen und sich an die Bedürfnisse des Nutzers anpassen? Und der nächste Schritt ist dann der, dass eben dann auch beim Smart Home eben geguckt wird, wann sollen die Lampen eingeschaltet werden? Wann sollen weitere Smart Home Geräte entsprechend gesteuert werden? All das können künstliche Intelligenz leisten und die Programmierung dazu selber übernehmen. Und das ist die große Chance und das ist sicherlich auch ein Punkt, wo die Apple Intelligence jenseits dieser ersten vorgestellten Funktionen, die wir jetzt gesehen haben und die ja eher so Mittelmaß sind, gemessen an dem, was andere Sprachmodelle ja längst schon können. Aber dort könnte Apple natürlich mit seinem Ecosystem richtig punkten. Nun werdet ihr euch aber vielleicht fragen, so wie ich mich auch das gefragt habe, welche Absicht hat Apple denn eigentlich dahinter, das zu tun? Warum machen sie das? Sie haben ja nach wie vor ein florierendes Business mit iPhones, iPads, Macs und ja eben auch dem großen Wachstumsfaktor Services, Dienstleistungen. Trotzdem sieht man ja doch sehr klar, Apple sucht nach einem weiteren Stützpfeiler, nach dem nächsten großen Ding in der Technologie, mit dem sie wachsen können und mit dem sie auch auffangen können, dass eben in Zukunft eine stärkere Stagnation bei ihren bisherigen Erfolgsartikeln droht. Nicht, weil die schlecht geworden sind, sondern ganz einfach, weil es eine Marktsättigung gibt und weil der Innovationsreichtum, den wir bislang gesehen haben, eben nicht mehr so groß ist, wie er einst war. Und Ansätze, die Apple da verfolgt hat, offiziell und inoffiziell, sind ja einerseits das Auto, worüber wir nur gerüchtehalber gehört haben, aber wir haben ja eben doch gesehen, die Personalbewegungen aus der Automobilindustrie hin zu Apple, die vielen, vielen Leaks, die es da gab, was sie dann angeblich planen und am Ende ja eben dann das Einstellen dieses Projekts. Jetzt ganz aktuell haben sie ja auch ihre Testlizenzen, um auf kalifornischen Straßen eben autonome Autos zu testen, ja zurückgegeben. Also das Autoprojekt ist jetzt offiziell beerdigt. Und es war eben ein großer Hoffnungsträger, augenscheinlich bei Apple und auch generell im Silicon Valley. Und der andere Punkt, der sich ja materialisiert hat, der aber gleichermaßen eben damit kämpft, dass er technologisch noch gar nicht so weit ist, wie er eigentlich sein müsste, um ein Erfolg zu werden, Augmented Reality. Die Vision Pro von Apple tut sich ja auch schwer, sich durchzusetzen. Sie ist wirklich ein Nischenprodukt und sie wird es auf absehbare Zeit noch bleiben. Der Zeitplan ist ja sehr auf Mittelfristigkeit gesetzt. Ich würde die Vision Pro und Augmented Reality zu diesem Zeitpunkt noch beileibe nicht abschreiben, aber ich glaube, das ganze Projekt braucht wirklich Zeit. Und das ist etwas, was Apple an der Stelle eigentlich, glaube ich, im Moment nicht so haben möchte. Sie möchten eigentlich relativ schnell einen Erfolg dann erzielen. Und da ist eben das Smart Home eine große Chance, denn es bietet ja viele lose Enden. Es ist ja jetzt nicht so, wir haben nicht die Killer-Applikation gefunden, aber wir haben zum Beispiel mit Meta jetzt ein tolles Protokoll, um interoperabel zu sein. Wir haben viele, viele Endgeräte, die man nutzen kann. Und wir haben jetzt die künstliche Intelligenz. Also, sag mal, die Zutaten für das Erfolgsrezept sind ja durchaus da. Die Frage ist, kann es dieses Erfolgsrezept überhaupt geben? Das Produkt, diesen besonderen Kuchen oder das Gericht? Das wird sich ja zeigen. Eine ähnliche Situation haben wir damals auch beim Smartphone vorgefunden, vor dem iPhone. Die Mobilfunknetze waren ja damals gerade eben von der Performance her besser geworden. Die Technologie war eigentlich so weit, dass man die Geräte hätte bauen können. Aber viele, viele Hersteller waren ja doch eher ratlos und wussten nicht, was sie machen sollten. Und dann kamen eben die Smartphones und da kam eben das iPhone. Und das war ja dann ein ganz großer Durchbruch von Apple. Vielleicht ist es mit dem Smart Home ja gleichermaßen. Wie seht ihr das? Wie beurteilt ihr die Ambition Apples? Setzt ihr selber auf HomeKit-Lösungen schon in eurem Haushalt? Schreibt mal gerne, was für pfiffige Ideen ihr da so habt. Und all das gerne in die Kommentare. Wie immer freue ich mich über Likes und die knapp 20.000 Abonnenten. Den danke ich an dieser Stelle dieses Kanals. Wenn ihr selber auch eben per Abo alles mitverfolgen wollt und kein Video verpassen wollt, dann klickt doch gerne den Abonnieren-Button. Ich freue mich. Herzlichen Dank und ja, tschüss von der Nordsee.